Der FCB hat letzte Sichtung ausgesagt zum Tessin mit einem 0-2 verloren, wo eigentlich mehrheitlich gemacht werden. Aber zum Gleichen haben wir dann wieder gewonnen am letzten Samstag ausgesagt zu Lausanne gegen Uschi. Mit einem 2-0-2, schöne Goal von Tierno Bari. Heute haben wir zwei Gäste, zum einen der FCB-Legende Massimo Ceccaroni und Michele Cervona. Schön, sind ihr da. Hallo, hallo, Cyril. Ciao zusammen. Wenn wir jetzt das mal ansprechen, Spiel Lugano an der Beine gesehen? Nicht das ganze Spiel, aber die Aufzeichnung habe ich gesehen. Können wir mal rein, ja. Spannend. Also Lugano ist uns ja sehr ein starker Gegner. Mhm. Ich denke, es ist eine Mannschaft, die unter Meistertitel sogar mitspielen kann. Mit einem sehr guten Trainer, sehr stabil. Und gegen sie zu spielen, vor allem auch auswärts, also bei ihnen daheim, ist noch komplizierter. Mhm. Sie lassen relativ wenig Goalchancen zu und sind oft auch sehr effizient in der Umsetzung von der Chancen, die sie dann haben. Kommt halt dazu, dass der FCB an diesem Tag wirklich eine eher bescheidene Leistung gezeigt hat. Die Spieler, die normalerweise den Unterschied können ausmachen, die haben sich nicht so gut präsentiert. Und ein starkes Lugano, der dann sehr gut eingestellt war auf einen FCB. Ein FCB, der in keiner Art und Weise wirklich ins Spiel hineinkam. Das hat dann dazu geführt, dass es relativ ein klares und deutliches 2-0 war. Also ein verdienter Sieg. Mhm. Und der FCB hat wirklich kein Mittel gefunden gegen die starke Luganesi-Abwehr. Und dann macht es natürlich umso mehr weh, wenn zwei ehemalige FCB-Spieler noch zwei Goal schießen. Renato Steffen. Und der andere. Aydari. Genau. Kennst du Steffen auch ein bisschen? Ja, natürlich. Kennen wir natürlich. Er war schon in Basel vorher, noch IB. Genau. Kennt ihn ein bisschen. Aber ich schließe mich dort auch an, was der Massimo gesagt hat. Basel in Tessin chancenlos eigentlich gewesen. Wie gesagt, Lugano ist sehr statisch. Sind sehr nah dran. Und bei Basel sieht man einfach immer wieder, sie haben wenig Kontinuität. Sie gewinnen gegen den Stade Lausanne. Aber sie können vorher, sie können nie nochmal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Das ist eine große Problematik, die wir in dieser Saison haben. Und darum sind wir ja auch, oder sind sie auch in der unteren Hälfte von der Tabelle in dieser Saison. Mhm. Fragt mich jetzt halt, wenn man jetzt den schottischen Modus jetzt nicht gemacht hat, war es vielleicht besser? Ich glaube eher, wenn man es gelohnt hat, war es vielleicht ein bisschen besser als jetzt mit dem schottischen. Ich glaube, der Druck ist auch zu hoch. Ich persönlich denke einfach, dass die Saison, es ist wieder spiegelt das Ganze, eine Tabelle. Und von Anfang an, vom ersten Spiel in St. Gallen bis gestern, am Samstag in Lausanne, mhm. Es fehlt einfach eine Kontinuität. Es ist man immer wieder, man gewinnt das Spiel und dann nächstes Mal sollte man nachdoppeln, gewinnt man wieder nicht, oder man spielt unentschieden oder man verliert. Es ist immer noch so ein Rufen und Aber, man hat einfach, man kommt nicht weiter. Man kommt nicht weiter und darum ist man auch so weit unten. Und eigentlich, wenn man es so anschauen muss, enttäuschend für so einen Club, sondern ein ambitionierter Club, für so ein Umfeld, wo ja sehr viele Fans hat. Schon FC Basel ist eine Bekanntheit im europäischen Fußball. Das ist es, es gibt glaube ich auch ein Lied über ihn. Meint ihr? Ja. Doch, vorhin. Wärst du so? Ich glaube, der Modus spielt keine Rolle. Mhm. Auf die Leistungsfähigkeit von einer Mannschaft. Der FCB ist sehr ambitioniert in die neue Saison gestartet. Leider hat man die hohen Ziele in keiner Art und Weise bis jetzt können umsetzen oder erreichen. Was aber gut ist, denke ich, dass man mit dem Fabio Celestini einen Trainer gefunden hat, wo man das Gefühl hat, mit dem will man weiterarbeiten. Er bringt eine gewisse Ruhe rein. Ich finde auch, wenn er auftreten tut, was er sagt, wenn er sich gibt, wenn er sich auch vor die Mannschaft stellt, finde ich beeindruckend. Mhm. Ich denke, er hat einen klaren Plan, er weiß, was er will. Und dementsprechend hat man, denke ich, einen Trainer, der parat ist für die Abstiegsrunde. Der Trainer ist meiner Meinung nach parat. Das ist so. Die Mannschaft als solches, die Spieler, bin mir nicht ganz sicher, ob die wissen, um was das es geht. Natürlich, wenn die jedes Spiel gewinnen, natürlich gehen die ins Training und sagen, ja, weil ich trainiere. Aber es ist einfach so, dass sie Spiele geholt worden sind.
auf Basel, damit man vorne kann mitspielen kann. Ja, also die Spieler plus das ganze Umfeld hinter das haben eine große Erwartungshaltung gehabt. Ja, nur FC Basel. Ich gehe zum FCB, spiele dann noch international, werde vielleicht Meister oder kann vorne mitspielen und mein Marktwert steigt. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Der FCB ist sportlich nicht gut unterwegs. Die Spieler verlieren an Wert, weil sie natürlich auch international nicht spielen können. Gleichzeitig in der internationalen Meisterschaft sind sie nicht wirklich gut. Mhm. Außer vielleicht jetzt Thierno Barry, der ein bisschen Fuß gefasst hat, der Goal schießt, wo da geht es ein bisschen das zeigt, was er drauf hat. Aber das ist ein Problem. Und darum sage ich, die Spieler sind schon nicht schlecht, das sind schon gute Spieler. Individuell, das Profil, aber in dieser Abstiegsrunde, die Mannschaft mit diesen Spielern, mit dieser Erwartungshaltung, bin mir nicht ganz sicher, ob die wissen, was es braucht, damit man dann gegen Stade Lausanne-Uschi, gegen GC, gegen Lausanne, gegen Luzern, gegen Yverdon. Da geht es nur darum, entweder überleben oder nicht überleben. Und dort ist natürlich auch so, das muss man auch wissen. Gegen den FCB ist jeder hochmotiviert und speziell eingestellt. Vor allem, wenn man ins Jockeli kommt, dann sagen, hey, super Stadion, tolle Atmosphäre, tolle Fans, dort sind wir noch konzentriert, das ist ein grosser Match. Das ist nicht so einfach, wenn du eine Mannschaft hast, die nicht weiss, wie sie mit dem Druck und dann mit dieser Belastung umgeht. Da denke ich auch, da schließe ich mich auch massiv an. Ich glaube, das ist das große Problem, das mental vorbereitet sein, dass man im Abschiedskampf ist, oder? Weil Qualität ist vorhanden, oder? Vom Goalie bis zum Stürmer. Jetzt endlich zu dir, war ich endlich seine Goalchance, er schießt seine Goal. Auf einmal. Wichtig, oder? Das ist auch noch wichtig jetzt in dieser Phase, dass man wieder einen Goalgetter hat, wo einer noch ein Goal schiessen kann, der die Welt rein tut. Das ist auch das Problem, das man kann in der gerade im Herbst, letztes Jahr, im Dezember, sind die Golen vom Stürmer gefehlt. Das zeigt sich dann auch auf Tabellen. Aber wie der Massimo gesagt hat, der Trainer muss der Mannschaft klar machen, in welcher Situation sie sind und auch da mental vorbereiten. Jedes Spiel ist wie ein Finale. Ich finde auch der Fabio, der auf Basel gekommen ist, so die Mentalität, so, wir müssen kämpfen, kleine Ziele, das ist es. Merkt man bei ihm, funktioniert es. Aber vorher hat es nicht so geklappt mit den anderen Trainern, was sie hatten. Klar, die sind auch gut gewesen, aber der Fabio bringt auch Feigheit mit aus Lausanne, weil die Mentalität auch ganz anders ist. Lugano war natürlich eine neue Erziehung. Er kennt den Schweizer Fußball, er weiß, wo die Problematiken sind. Er kennt den Fußball, er kennt Spieler, er kennt Gegner. Kann sich natürlich gut einschätzen. Und der vorherige Trainer, der ist gekommen, hat den Vorbereitung gemacht, sind laufend Spieler weggekauft, da sind wieder neue dazugekommen. Es war nicht einfach gewesen. Und auch der hat seine Zeit gebraucht. Und ja, da sind leider nicht so gut gewesen oder nicht die Erwartungen erfüllt. Und irgendwann ist dann auch zu dem Wechsel gekommen. Aber der Fabio Celestini, der ist Samstag für Samstag, von Spiel zu Spiel, schaut er, dass er versucht, seine Kontinuität anzubringen. Und auch er für ihn ist nicht einfach. Also, der Fabio hat ja mit Luzern das Cup-Finale erreicht und dann hat er auch gewonnen gehabt. Ja. Ich denke, er hat eine Fachkompetenz, die ihm ermöglicht, eine Mannschaft nebeneinander zu bringen. Das hat man gesehen und da ist sicher auch ein Trainer, wenn er eine gute Mannschaft hat, die er vielleicht auch ein bisschen mitgestalten darf, dass dann natürlich die Möglichkeit grösser ist, dass die Mannschaft dann erfolgreicher ist. Ich sage nicht, dass es die Schuld ist vom Heiko Vogel oder vom David Degen, dass man falsch eingekauft hat. Die haben einen Plan gehabt, der Heiko Vogel hat nicht geholt gehabt. Man hat, einiges von ihm gehalten. Die haben eine Mannschaft zusammengestellt, auch unter David, nach ihren Prinzipien, wie sie sich das vorstellen. Und jetzt muss man einfach sagen, sie haben einen Plan gehabt und der Plan ist einfach nicht aufgegangen. Ja. In keiner Art und Weise. Und jetzt hat man Spieler, wo man in dieser Mannschaft hat, wo man sieht, ein paar haben das Potenzial, wie Thierno Barry, der braucht Zeit. Und dann hat es ein paar Spiele, wo ich mich frage, was macht er überhaupt? Ja. Der Demir, wo ist der überhaupt? Ja. Der Gauter, der schüttet, sorry, da hat der FCB in der Nachwuchsabteilung, und das sage ich ganz speziell, haben genug von diesen Gautos. Was sucht so ein Gauter hier beim FC Basel? Das muss mir einer erklären. Ich habe nichts gegen ihn.
Und wenn er spielt und gut spielt, dann freue ich mich auch. Aber so einen Spieler mit so einem Profil findest du in der Schweiz auch. Warum holen wir so einen Spieler? Erste Frage. Zweite Frage. Warum tut man nicht mehr auf die eigenen Jungen setzen? Man hat gesehen, Raf Dulau, der hat keinen gekannt. Kommt er dazu, dass die jetzige Führung nicht auf Raf Dulau gesetzt hat, sondern der Trainer, wenn er geworden ist, der Timo Schulz, hat er gesehen im Training und hat gesagt, der Junge finde ich gut. Und dort haben die anderen kompetenten Leute, weil der Verantwortung sind, gesagt, ja, den haben wir eigentlich nicht, noch nicht auf dem Plan. Und der Timo Schulz hat auch genommen, Raf Dulau ist heute einer von den Jungen, von den Newcomern, der sehr gut ist. Was will ich damit sagen? Man muss den eigenen Jungen auch eine Plattform geben. Man muss an sie glauben. Man muss auf sie zugehen. Man muss ihnen zeigen, dass sie die Möglichkeit haben, beim FC Basel etwas zu erreichen. Meiner Meinung nach hat man das nicht mehr. Und das tue ich auch ein bisschen kritisieren und ansprechen. Ich finde das nicht gut, dass man dort nicht einen besseren Mix gefunden hat. Also, der Heiko Vogel ist jetzt nicht da, den kann ich nicht in Verantwortung nehmen, aber David Degen hat sollte sagen, ein paar eigene und auch junge ausländische Spieler einen guten Mix finden. Das fehlt mir. Man hat gesagt, die eigenen kann man nicht brauchen. Man holt nur ausländische junge Spieler. Und da bin ich der Meinung, das müssen wir vielleicht ein bisschen anpassen. Ja, im Fall, ja. Vor allem, Massimo, muss man ja auch wissen, wenn du ausländische Spieler holst, die brauchen Zeit, die müssen integriert werden, die müssen auch die Kultur kennen. Die kommen ja vielmal eben wie in ein Auto, der kommt aus Argentinien, der kommt aus einer völlig anderen Realität. Oder? Und das braucht einfach seine Zeit, um den auch einführen und ganz. Und der Fußball ist schon mal ein bisschen anders. Oder? Lichtblick habe ich gefunden, kann schon mal am Samstag, wo wir der Bene war. Ja, das ist der, der macht das gut, ja. Ja, gut, also man hat eben mit dem Leo einen Jungen integriert, schon länger, finde ich, wenn er richtig spielt. Finde ich, macht er gut und irgendwann denke ich, sagt der Massimo richtig, wenn du denn die Möglichkeit nicht mehr hast oder du anders oder du hast einen guten Spieler, also verkaufen, dann lieber weniger Spieler holen, aber dafür gute und ein paar junge drumherum spielen, also einbauen. Und da denke ich, ist wichtig, nicht Quantität, sondern lieber weniger dafür Qualität. Das ist so. Was meinst jetzt du so, Miguel, als Spielerberater, also, was könnte man noch zum FCB holen auf die neue Saison? Ja, meine, man muss ja sehen, dass man nachher nicht international ist, nächste Saison, muss man natürlich das Kader mal richtig abbauen, man muss es sicher kürzen. Es hat zu viele Spieler, man sieht immer viele verletzte Spieler, es sind sehr viele verletzte Spieler, aber zu viel. Zu viel. Mhm. Aber im Sommer denke ich auch, muss man sich auch überlegen, muss man irgendwann einmal einen Schnitt machen und sagen, welche Spieler passen zu dem Club, wer bringt uns effektiv weiter. Und die anderen Spieler, wo man irgendwann auch, wo man sagen, da muss man einen Cut machen. Und ja, man muss ja nächste Saison wieder anbieten, man muss aus den Fehlern, wo entstanden sind oder wo gekommen sind, wo man lernen. Und man muss Korrekturen anbringen. Und die muss man. Als FC Basel hat man die Ambition. Als FC Basel hast du auch eine andere Forschung, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber du bist als FC Basel, hast andere Ambitionen als ein FC, als Iveron. Du spielst ein ganz anderes Stufen. Und ja, und dann muss man sicher, da sind die Verantwortlichen, ich hoffe, aber ich denke, die Verantwortlichen werden da sicher schon, sind sicher da sich dem Ganzen bewusst und sind Korrekturen am Anbringen und am Planen. Ja. Das ist so, wenn man jetzt noch schnell kurz bei Lugano reinschaut, das Pressing von der Luganese war eigentlich recht hoch gewesen, aber ganz am Anfang hat sich der Dominik Schmitz irgendwie böse verletzt und habe ich auch so gedacht, sieht nicht gut aus, er ist zwar aufgestanden, aber die Verletztenliste, wie jetzt die beiden ja schon angesprochen haben und ich glaube, die ist noch nie so gross gewesen wie auch schon. Wenn du es vergleichst, letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor 10 Jahren. Ja, es ist schwierig zu sagen, oder? Warum gibt es so viele Verletzte? Wie ist wir sind leider, der Massimo und wir sind leider nicht bei diesen Trainings dabei, wir können das nicht zwingend beurteilen. Wie wird trainiert, wie ist Leistungsintensität? Das ist noch schwierig zu sagen. Oder was sind das für alles für Verletzungen, die entstanden sind, oder abgesehen vom Dominik Schmidt, oder? Das muskuläre Verletzungen, wo entstehen die, oder? Ist noch schwierig zu sagen. Was du noch angesprochen hast, ist ein Statement am Spring Basel bei Roblev App. Das habe ich eigentlich recht mutig gefunden, dass also was du da gesagt hast, das ist so krass. Also ein zweiter Ernie Meisen, also
Wieso? Was ist also, er ist auch so direkt wie du. Ich sehe das Gleiche. Ich kann ja nicht reden, dass sie so viel analysieren. Nein, ich habe dort einfach gesagt, dass man einfach die Fans muss man ernst nehmen. Mhm. Und dementsprechend muss man sich bewusst sein, was es heisst, wenn man Präsident ist vom FC Basel. Mhm. Es reicht mir nicht, wenn mir der Präsident sagt, ich stehe am Morgen auf und jeden Tag mache ich alles für den FC Basel. Das ist gut und recht, ja. Aber ich wollte einfach etwas sagen. Wir haben Familien, Mütter, Väter, die stehen jeden Morgen auf, die gehen arbeiten. Ja. Die verdienen nicht so viel Geld. Die geben das Geld aus für ein Saisonabonnement. Und die gehen dann am Wochenende, nachdem sie jeden Morgen aufgestanden sind und bis zu 5 Uhr arbeiten, an einen Match mit der Familie und geben dort Geld aus. Ja. Und das musst du eben auch ernst nehmen. Und was will ich damit sagen? Es gibt immer zwei Seiten. Wenn du mit den Fans spielst, dann musst du verstehen, was du für FCB-Fan hast. Mhm. Und dementsprechend erwarte ich dort ein bisschen mehr. Und dort bin ich kritisch. Ja? Mhm. Und ich bin auch kritisch. Wo ist der nächste junge Spieler, der FCB verkörpert tut? Mhm. Wo ist unsere Identifikation? Mhm. Ja? Warum ist der FC Basel ein wichtiger Club? Weil er eine Geschichte hat, weil wir Geschichte geschrieben haben mit verschiedenen Sachen. In guten und in weniger guten Momenten. Ja, aber man ist angestanden, man ist eine Persönlichkeit gewesen. Man hat Sachen gut gemacht, man hat Sachen nicht so gut gemacht. Aber man ist angestanden. Und man ist ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr mit dem Club mitgegangen. Man hat Gas gefressen. Ja. Ja, nein, das ist es. Also, man ist angestanden. Man hat auf die Schnitten bekommen. Man ist auch angestanden, was dann besser gegangen ist. Man hat den Club gedreht. Man war von klein auf dort gewesen. Im Stadion, bei den eigenen Junioren. Man ist stolz auf das. Und man ist stolz gewesen, weil man wirklich das Weibchen hat tragen wollte. Also. Und das fehlt. Und mir regt es auf, wenn man den jungen Spielern beim FCB die Möglichkeit nicht gibt. Und die haben sie momentan nicht mehr so, wie sie sie früher hatten. So. Und dort wünsche ich mir, dass man wieder transparenter wird, offener wird und der FCB Campus und Frau Öri am FCB angestellt hat, auch wie soll ich sagen, auch ihren ja. etwas zurückgibt. Dass man sagt, okay, gut, sie hat das gemacht, damit man die eigenen Jungen aus der Region dort fördert. Und das macht man momentan nicht. Und das finde ich auch, fehlt mir ein bisschen so das Feingefühl für die Situation. Und da bin ich dort so ganz klar, dass ich dort ein bisschen böse gewesen bin. Aber ich würde es genau gleich sagen. Ich stand zu dieser Aussage. Wo ist der nächste Tauli oder wo ist der nächste Fabian Frey? Von den anderen reden wir gar nicht. Der ist momentan nicht da. Der Aftular ist jetzt einer, der nachgezogen werden könnte. Genau. Aber nochmal, wir brauchen ein bisschen mehr als nur das. Wenn man den Schiel und Fasnacht und so, was du angesprochen hast, das ist schon ein bisschen das. Ja, natürlich. Man vergisst das. Unser Club ist ein Club, der lebt von verschiedenen Personen. Also das sind ja nicht nur irgendwie die FCB-Fans Mutten zu kaufen, sind auf den Tribünen, auf den Gegentribünen, Kinder, Familie, Sponsoren, oder? Und es gibt sehr viele Leute in der Schweiz, die FCB-Fans sind, die nicht aus Basel kommen. Weil ein großer Teil von den FCB-Fans, die stammen nicht einmal aus unserer Region, die kommen auch von anderen Regionen, weil sie vielleicht Wurzeln in Basel haben. Aber was will ich damit sagen? Wir haben eine grosse Fangemeinschaft, wir haben eine Identifikation und die Identifikation, die fehlt mir ein bisschen. Und das ist muss wieder ein bisschen zurückgeführt werden. Man muss vergessen, da ist das, was ich am Anfang gesagt habe, was ich muss sagen, FC Basel, gerade für mich als Außenstehende, wenn ich da ankomme, FC Basel ist ein Unikat, ist etwas Spezielles, etwas Besonderes. Und man verkauft ein Produkt der Fans. Das muss stimmen. Ja. Dass du musst etwas dafür geben, du musst etwas dafür leisten. Und man kann nicht nur einfach nur reden. Also ich denke allgemein, wenn du in einem Club arbeiten tust, du musst etwas den Fans, den Leuten, die auch eine Dienstleistung kaufen, auch etwas zurückgeben. Absolut. Und nochmal, wir probieren das auch differenziert darzulegen. Wir sind jetzt recht kritisch. Ja. Aber die Plattform hat im Hintergrund die Kritik drin, aber sie müssen konstruktiv sein. Ich sage nochmal, ein Fußballclub wie der FC Basel zu führen, ist nicht einfach. Es braucht mehrere Leute, es braucht auch eine gewisse Zeit, es braucht auch eine gewisse Adaption, es braucht auch Glück. Aber man muss lernen. Man muss lernen aus den Fehlern. Mhm. Und jetzt ist man dann bald im dritten Jahr, oder? Ja. Und jetzt muss das kommen, was man versprochen hat oder was man angedacht hat.
Und diese Saison ist brutal hart. Die muss man gut überstehen. Mhm. Und dann muss man schauen, was in der neuen Saison passiert. Und ich finde da mal, wir müssen ihnen eine Chance geben, wir müssen auch unterstützen. Und das war ein Schwerserbe von denen. Definitiv. Ein sehr Schwerserbe von außen gesehen, Schwerserbe übernehmen, was wir nicht sehen mit dem vorherigen Präsidenten, mit dem Häufer Bernhard und Heinz. Mhm. Und die haben eine sehr tolle Arbeit gemacht, erfolgreiche Arbeit. Das war nicht einfach gewesen, oder? Und darum sage ich, jetzt sind sie gefordert. Ich denke, die neue sportliche Leitung ist gefordert, um hier auch für die neue Saison den FCB wieder auf Kurs zu bringen. Also. Dort, wo der Verein auch angehört. Das ist so wichtig. Genau. Da kommen wir jetzt nämlich auch schon gegen den Schluss, aber noch nicht ganz. Die FCB-Frauen sind ja eigentlich quasi besser als die Männer. Ich finde, Kim ist auch eine gute Trainerin. Aber die Frage ist, was macht die Frauenabteilung besser als die Männer, die gewinnen? Basel ist jetzt, glaube ich, dritter Platz. Aber was machen die besser als die Männer? Ist noch schwierig zu sagen. Ich habe es zu wenig beurteilt. Ich glaube, ich habe ein Spiel gesehen. Mal. Ich habe es zu wenig beurteilt, als bitte lieber der Herren. Mhm. Aber irgendwie wird sie es gut machen, weil sonst wären sie nicht dort. Also, ich denke, es ist auch ein knifflige Frage. Man tut den FCB-Frauen Unrecht, wenn man sagt, ja, sie gewinnen einfach, weil die Männer so schlecht sind. Oder? Also das darf man jetzt nicht so darlegen. Wichtig ist, dass ein Prozess im Gang ist, dass man mehr in Frauenfußball investiert, dass die Strukturen professioneller werden, dass eben auch eine Profitrainerin da ist, die hinten dran ein Staff hat, die mehr Zeit hat. Trainings werden dementsprechend auch intensiver und besser sein. Ja. Man hat auch die Möglichkeit, Spielerinnen zu holen, die man vielleicht nicht gehabt hat. Man hat dort, denke ich, schon noch Möglichkeiten, die wichtig sind. Und wenn man im Frauenfußball die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung hat, dann kannst du schnell raufkommen. Und ich denke, eben, wie du gesagt hast, Kim ist eine gute Trainerin und sehr engagiert. Ich denke, die Mannschaft, ich habe sie jetzt live noch nie gesehen. Ich habe dreimal am Fernsehen geschaut. Und ich denke, die sind sehr engagiert. Sie haben auch eine gute Qualität und sehr eine engagierte Trainerin, die weiss, was sie hin will. Und dementsprechend schütten sie momentan recht erfolgreich. Ich würde mir wünschen, wenn sie sogar einen Titel. Also nein, wenn sie Meister werden, wenn sie im sind, sie ausgeschieden gegen IB. Warum nicht Meister werden dieses Jahr? Ja. Also mit der Abstand zu Servette und zu Zürich ist sehr klein. Früher war es ein riesengroßer Abstand. Ja. So sind sie auch an vierter oder an vierter, fünfter Stelle, so sogar an dritter Stelle. Aber der Unterschied ist riesengroß von mir. Und jetzt ist der Unterschied nicht mehr so groß. Ja. Genau. Ja, und durch das jetzt halt auch noch momentan Nazi-Pause gesehen ist, können sich ja die Spielerinnen auch noch besser wieder vorbereiten im Training. Die Schweiz hat gemeint, der Match, so viel ich weiss, haben sie noch gewonnen. Aber wenn man jetzt wieder schaut, das Wochenende spielt der FCW von den Frauen daheim im Melo-Stadion am 5. gegen Rapperswil-Jona. Das ist auch ein sehr spannender Gegner. Und dann am Sonntag, einen Tag später, daheim Joggeli. Sehr nett. Ja, voll. Viertel. 4-2. Das wird auch eine spannende Sache und ich muss auch sagen, wir hoffen, dass der FCB bald wieder auf besserem Weg ist. Wir bedanken uns bei der FCB-Legende Massimo Ceccheroni und bei dir, Michele, auch bekannt als Ostschweizer Spielerberater. Danke vielmals. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön, Siri. Sehr spannend gesehen. Gern schön. Und uns sieht man wieder nach dem Servette-Spiel, besser gesagt einen Tag später, im Rot-Blau-Talk, Montag oben, 20.00 Uhr, hier in unserem Studio. Das war's gewesen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao, tschüss. Ui, nein, ui, 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 jetzt hat's FCB.